Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute zeige ich euch nochmal Crawling of the Dead. Crawling of the Dead habe ich schon mal in der Version 0.14 gespielt vor einiger Zeit. Seitdem hat sich einiges getan und heute teste ich für euch die Version 0.44. Und ja, was ist neu? Also wir haben jetzt zum Beispiel Free Locomotion. Yes! Und ja, früher gab es nur Teleport und das hat mich ein bisschen gestört. Und ja, jetzt haben wir auch Free Locomotion. Man kann verschiedene, also drei verschiedene Geschwindigkeiten da auch einstellen, das ist auch cool. Und ja, was haben wir noch? Wir haben andere Beleuchtungen. Wir können auch jetzt mit der Fackel Kerzen anzünden. Wir können auch mit dem Schwert die ausmachen, die Kerzen. Und ja, wir haben Quickslots bekommen, also zwei an der Schulter, links und rechts. Da können wir ein Schild und einen Rucksack dran packen. Und vorne haben wir die Möglichkeit, also am Gürtel, können wir uns zwei Schwerter links und rechts machen, also ein Schwert links und rechts jeweils. Und vorne können wir uns einen Trank befestigen und hinten haben wir einen Slot, einen Quickslot für die Fackel, die wir ständig mitführen und auch immer wieder brauchen, weil es da Stellen gibt, die so dunkel sind, dass man echt nichts sieht. Und das System funktioniert echt super, also mir hat es gut gefallen. Es gab jetzt keine großen Probleme, wo ich sage, oh, jetzt muss ich aber irgendwo rumfummeln, damit ich das dann in der Hand habe. Ne, ging eigentlich relativ flüssig von der Hand. Es gibt jetzt auch Bosskämpfe, ich weiß nicht, ob auf jedem Floor oder auf jedem zweiten, auf jeden Fall gibt es die, werden auch im Video jetzt einer gezeigt am Ende. Ob ich gewinne, weiß ich nicht, müsst ihr gucken. Und hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Man sieht auf jeden Fall, dass das Spiel immer weiter stetig wächst und sich verbessert. Das ist das Wichtigste beim Early Access und ja, das tut's hier. Und der Entwickler, der Gorgor, hat über den Bunzo, der so ein bisschen, ja, Community-Arbeit macht, der testet das Spiel, gibt auch Feedback und so weiter. Und über ihn hat der Gorgor, der Entwickler, mitteilen lassen, wenn ihr Bock habt, an dem Spiel mitzuarbeiten und auch mehr Feedback zu geben, Verbesserungsvorschläge habt, Tester werden wollt, dann könnt ihr euch gerne bei ihm im Discord melden. Ich werde es auf jeden Fall unten in die Beschreibung packen. Meldet euch dann beim Gorgor oder beim Bunzo. Und ja, der Bunzo kann auch Deutsch sprechen. Der kommt aus Deutschland und könnt ihr auch auf Deutsch mit ihm schreiben. Das ist für viele ja ein Riesenvorteil. Für mich jetzt auch, weil es einfacher war, mit ihm Sachen abzuklären. Und er hat auch ein Video gemacht zum Update. Das werde ich auch unten in die Beschreibung packen. Dann könnt ihr euch auch mal so ein bisschen über das ganze Update jetzt mal informieren. Und ja, dann habe ich noch eine gute Nachricht, konnte ich jetzt leider noch nicht zeigen, aber es werden komplett deutsche Texte ins Spiel Einzug halten, da arbeiten die gerade dran und ja, es gibt eventuell auch die Möglichkeit, mehrere Sprachen hinzuzufügen, aber erstmal gibt es die deutsche Übersetzung, also Menüdeutsch, die Briefe, die man so findet auf Deutsch und ja, da können wir uns alle drauf freuen, denn das macht ja einiges einfacher, die Story auch ein bisschen zu verstehen. Und ja, also einfach super, finde ich. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal das Gameplay an, oder? Ich wünsche euch viel Spaß. So Leute, willkommen bei Crawling of the Dead. Und ja, hier spawnen wir ganz zu Anfang. Der wichtigste Raum wird uns angezeigt, wenn wir den B-Button drücken. Das ist der Settings Room. Da kommt gerade so ein schöner Schein raus. Und ja, schauen wir uns das mal an. Aber wie ihr eventuell gemerkt habt, für mich ganz neu ist jetzt in dieser Version, dass ich Free Locomotion habe und kein Teleport mehr nutzen kann. Das ist für mich jetzt die beste oder einer der besten Erneuerungen hier in dem Game. Ich kann mir auch diese Speed aussuchen, wenn es einem zu schnell ist oder zu langsam, kann er das auch nochmal anwählen und aussuchen. Slow ist auch noch okay, Fast finde ich ein bisschen too much, aber es gibt vielleicht Leute, die das so spielen wollen. Ich lasse mal Normal Speed. Hier könnte man noch eine Vignette reinmachen. Mag ich überhaupt nicht. Von daher weg damit. So, ja. Right Controller, da können wir uns jetzt aussuchen. Snap Turn oder Smooth Rotate oder Teleport und Snap Rotate. Also man kann hier mehrere Sachen auswählen. Ich mag eigentlich gerne Snap Rotate. Von daher machen wir das auch mal. Na, Snap Rotate. Hier wäre noch cool, wenn ich hier wirklich die Gradzahl anwählen könnte. Ob ich jetzt 15, 30, 45 Grad und so weiter und so fort nutzen möchte. Hier habe ich jetzt, ne, was Festgelegtes. Und ja, man kommt auf jeden Fall damit klar. Aber ja, wäre cool, wenn es halt anwählbar wäre, was ich mir wünsche. So, hier können wir nochmal einsehen oder anwählen, was wir haben wollen. Ob der Gegner auch so einen Lebensbalken haben soll.
Damage Indicator ist, wenn ich den Gegner treffe, ob auch diese Zahlen dann da erscheinen. Wir lassen das erstmal alles an, dann sehen wir wenigstens, wie hart wir jemanden treffen. Ja, hier hat der Entwickler nochmal was hinterlassen. Thanks, Board. Many thanks to Bunso for his relentless testing, community moderation and all sorts of feedback. Ja, der Bunso ist auch momentan noch mein Ansprechpartner. Der hat mich gut aufgeklärt über die neue Version. Danke nochmal dafür. Und er hat noch ein Video zu dem neuesten Update gemacht, glaube ich. Und das werde ich, wenn ich den Link bekomme, werde ich den auf jeden Fall unten in die Beschreibung packen. Also klickt auch mal auf seinen Kanal dann. Also der macht hier für Crawling of the Dead einen richtig super Job. Und ja, der ist da auch mit Herz dabei. Solche Leute braucht auch VR, die den Entwickler da unterstützen. Ja, hier können wir jetzt aussuchen, Grab-Button, ob das der Trigger sein soll oder Grip. Ja, das funktioniert jetzt hier mit Valve Index, sehe ich nicht wirklich, dass ich drücke. Deshalb lasse ich das jetzt erstmal auf den Trigger, passt jetzt besser. Und ja, hier steht auch, ne, am besten für Valve und das andere war halt am besten für die Rift. Hurt Screen Effect enabled. Ja, hier kann man aussuchen, wenn man verletzt ist, ob der Bildschirm so ein bisschen rötlich wird. Lass mal einfach mal an, ist ganz cool. Und ja, hier nochmal echt was Geiles. Quickslots, das habe ich mir, glaube ich, auch beim letzten Mal irgendwie gewünscht, dass man Sachen verstauen kann. Hier haben wir es jetzt. Wir können ein Schild auf den Rücken packen, auf die Schultern. Wir können, ja, den Rucksack ja sowieso. Und dann haben wir hier nochmal Waffenslots. Und hinten auf dem Rücken können wir ja, diese Fackel montieren oder festhalten, also echt cool. Und wir können noch einen Trank hier irgendwo dran setzen, also echt cool gemacht. Also hier sieht man echt, dass das Spiel, ja, sich langsam entwickelt und immer besser wird. Also sowas brauchte das Spiel definitiv, genau wie Free Locomotion. Und ja, das ist natürlich auch der Community zu verdanken, die dem Entwickler da immer wieder Tipps gibt, Feedback gibt und ja, auch Wünsche äußert. Das könnt ihr natürlich auch tun, wie ich eben schon erwähnt habe. Meldet euch einfach im Discord bei ihm und ja, dann seid Teil des Entwicklungsteams, sage ich mal. Ja, ich würde sagen, wir packen uns jetzt meinen Rucksack vom letzten Mal und schauen dann mal, wie weit wir kommen oder ob wir überhaupt nochmal weiterkommen. Okay, wir packen das um den Rücken und das Game startet. So, wir haben nur noch 5 Energiebalken, das heißt, wir schlafen jetzt erstmal. Ne? Das war ja hier. Schauen wir mal, ob wir wieder bis 100 kommen. 77, okay. Lassen wir jetzt erstmal. Wir hatten ja eigentlich auch Waffen. Genau. Die Fackel. Packen wir uns hinten dran. Wir haben ein Schild. Das packe ich mir auf die rechte Schulter. Nee, einen Augenblick, warte mal. Ich muss ein bisschen umdisponieren, glaube ich, oder? So, das auf die linke Schulter, weil ich bin ja Rechtshänder. Und ja, das packen wir hier hin. Das können wir natürlich auch nochmal hier hinpacken. Machen wir 2 Waffen. Und den Rucksack packen wir jetzt auf die rechte Schulter. Das heißt, ich kann mir hier immer, zack, ne, das packen. Okay. Ja, hier haben wir noch immer unsere Schmiede, wo wir auch ja, Sachen schmieden können, wenn wir Rezepte dafür finden und diese Barren auch. Lassen wir jetzt erstmal. Okay. Okay, hier können wir aussuchen, wo wir hinwollen. Choose Floor. Ja, da wo wir waren, ne? Würde ich sagen. Wir probieren erstmal da jetzt. Wenn es jetzt ein bisschen leichter wird, wäre es sogar cool, weil dann haben wir weniger Probleme. Und es gibt jetzt eine neue Möglichkeit, uns auch Licht zu verschaffen. Das heißt, guck mal, ich kann das hier mit dem Schwert ausmachen. Wenn wir Kerzen finden, die aus sind, können wir die auch wieder anzünden und haben ein bisschen mehr Licht. Das ist natürlich auch cool. Und das geht echt so gut. Überhaupt kein Problem. So muss es sein. Ja, Snapdragon hätte ich ein bisschen weniger gerne. Also, das müsste man echt noch abändern, sage ich mal.
Na komm, Junge. Und wir können uns jetzt auch sogar im Kampf ein wenig bewegen. Ganz langsam. Aber hilft der Immersion, dass wir nicht nur auf einer Stelle stehen. So, dein Schild ist schon mal kaputt, ne? Oh, jetzt hat er diesen Berserker-Modus. Das ist auch neu. Die werden dann sauer. Und greifen dann ganz schnell hintereinander an. Na Jung, hast du Pech gehabt, ne? Also so gefallen die Gegner mir auf jeden Fall gut. Schade ist natürlich, dass die so eine, ja, ein bisschen maskenartige Textur haben. Also die bewegen sich natürlich nicht viel, an Emotionen kommt halt nicht so viel rüber. Aber gut. Es ist auch nur wirklich ein Entwickler, der das ganze Spiel hier programmiert. Von daher muss man da auch wieder auch ein bisschen Rücksicht nehmen, dass nicht alles auf einmal geht. Ist aber auch, wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es so bleibt. Wenn das Spiel ansonsten echt super wird, kann man darüber auch hinaussehen oder hinwegsehen. Oh, da oben ist was. Und er kommt. Oh. Okay. Die hätte ich uns nicht machen sollen, glaube ich. Komm. Da habe ich ein bisschen zu viel gesnappt gerade. Ich habe gerade das Gefühl, dass das recht neben mir was steht, war aber nicht. Der hat gut gesessen. Oh, oh. Hab ich doch gewusst! Ihr kleinen Drecksäcke! Hab ich doch richtig gesehen! So, jedes Mal bei jedem Tod wird uns maximale HP abgezogen. Der Bunzo hat mir gesagt, man kann das mit Heiltrinken, grünen Heiltrinken oder so, kann man das wieder fixen, dass man quasi wieder volles Leben hat. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo man Heiltränke herbekommt. Also ich glaube, ich habe jetzt keine. Schauen wir mal ganz kurz. Ne. Okay. Aber diese Trigger und Quickslots, die funktionieren echt super. Also bin ich echt begeistert von. Dritter Floor, ja. Ein bisschen langsam und dann gucken wir mal, ob wir uns auch Kerzen irgendwo anmachen können. War ein bisschen blöd, dass es da so dunkel war und dass wir das Schild nicht vernünftig nutzen konnten. Kann ich mich anschleichen? Das wäre noch cool. Nee, er hat uns schon gesehen. Jetzt kann sich wenigstens keiner mehr an uns anschleichen. Unsere Fackel liegt da. Ja, komm schon. Ich krieg jetzt auch den Berserker-Modus. So. Schweig für immer. So, unsere Fackel. Da haben wir doch schon ein Getränk. Das habe ich selten, dass die Quickslots echt so gut funktionieren. Ein bisschen geflucht. Ups. Jetzt pupst der wieder. Genau, die kann man sich hierhin anhaften. Aber wie benutze ich die jetzt? Nein, nicht go home. Okay. Haben wir das schon mal genommen? Hallo? Ja.
Beleuchtung ist auch ganz gut gelungen, finde ich. Jawoll. Na komm. Da bräuchte man wirklich einen Heiltrank. Das wäre echt besser. Jetzt suchen wir mal ein bisschen was ab hier. Das hat mich beim letzten Mal so gestört, dass man immer die Fackel irgendwie aus dem Inventar holen musste. Und so weiter. So macht das Spiel jetzt viel, viel mehr Spaß. Auch wenn ich immer noch nicht gut darin bin. Okay. Soll auch nicht so ein mega langes Gameplay werden. Aber dass ich euch wenigstens mal so die Erneuerungen zeige. Und dass sich da wirklich was am Spiel auch tut. Weil das hat man ja oft, dass man einen Early Access Titel kauft und ja, da passiert einfach nichts mehr. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Also hier wird stetig dran gearbeitet. Ach, die mag ich nicht. Ist aber, ne? Ach, hier ist so dunkel. Komm, Skeletor. Bei der Macht von Grayskull. Oh, ich hab gar kein Schild in der Hand. Ich kann, boah, ich sehe den kaum. Krieg die Fackel auch jetzt gerade nicht richtig. So. Mitten im Fight war es ein bisschen problematisch gerade. Oh, da sind Heiltränke, oder? Oder ein Heiltrank. Dich brauchen wir. Definitiv. Aber hier war ja eh Licht. Packen wir es mal weg. So. Okay, unser Schild ist gebrochen, unser Schild. Das ist gut. So. Um diese Max-HP-Sperre aufzuheben, muss es wohl ein grüner Trank sein, so wie ich verstanden habe. Ach, schaut mal her. Oh. Blueprint Falcon Sword. Cool. Komm, ich mach mir jetzt ganz schnell alle, Junge. Ganz wichtig immer auch das Schwert aufzuheben, damit man Stahl hat. Oh. Das ist neu, glaube ich. So gut getroffen. Okay, 44 nur noch. Ich muss den sein Schild mal kaputt machen. Ja, jetzt. Hat er den Berserker-Modus. Ich habe auch den Berserker-Modus an. Use map in backpack to go home to rest. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber ich möchte mir das jetzt nochmal hier anschauen. Das habe ich nämlich noch nicht gesehen bei der letzten Version. So.
Go home. Und jetzt gucken wir mal, ob wir dieses Falkenschwert bauen können. Ob hier muss man die Dings hinlegen. Und dann wird einem angezeigt, was man braucht. Jetzt 22 von 150. Okay, da brauchen wir aber noch was. Aber ist ja egal. Da kann man darauf hinarbeiten, sag ich mal. Oh, das war jetzt gar nicht das Schwierigste, oder? Ich glaube, hier hinten. Wir werden mal jetzt sehen, ob der schwierig ist. Ansonsten wählen wir noch mal ganz kurz was anderes aus. Na komm. Na komm. Iron Key collected. Don't mess with Tupac. Liegen überall Leichen. Überall. Komm, wir machen hier mal. Schön an. Oh, da ist auch wieder so ein Stein. Da haben wir hier eine Mine. Komm. Hat auch gut geblockt. Dachte, ich hätte ihn ein paar Mal richtig gut erwischt. Oh, bleibst du an. Ich hab Angst im Dunkeln. Hier verläuft man sich aber auch echt, ne? Hier ist nichts. Iron Key used. Okay, sind wir eine Etage tiefer. Gehen erstmal da lang. Nichts. Gut. Gut zu wissen. Hier ist bestimmt irgendwas. Meister! Ich muss mal mit dir reden. Nein, schlag, ich will mit dir reden. Schlag doch nicht direkt. Man kann mit denen nicht irgendwie vernünftig Argumente austauschen. Ja, ich hab dich gewarnt. Hättest du auf mich gehört. Ob zu deinem Kumpel eben schon gesagt hatte, sich nicht mit mir anlegen soll. Oh, das sieht interessant aus da hinten. Lass mich doch erstmal in die Tür reinkommen. Dann kann ich dich besser schlagen. Habe ich noch nicht getroffen, glaube ich. Gut, gut, gut. Oh, das sieht böse aus da hinten. Das sieht böse aus. Ich habe jetzt kein gutes Gefühl, da reinzugehen. Ihr? Also ganz ehrlich, wenn ihr das jetzt hier in Wirklichkeit sehen würdet, würdet ihr da runtergehen? Einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich nicht.
Nur mit irgendwie einem Maschinengewehr oder sowas. Oh je. Hallo? Hallo, Lost Ork. Oh Gott. Oh, der ist... Der macht mich sowas von kaputt. Aber cool, auch mal andere Gegner hier zu sehen. Ich will das überleben. 35 war gut. Immer in die Schulter. Rein. Nur noch. Ach du Scheiße. Ja, super. Jetzt hat er auch noch seinen Rager. Ja. Can you dig it, sucker? Ja, das war der erste Boss-Fight. Ja, ist auch mal was anderes. Ganz cool gemacht. Gefällt mir. Hier mein Amboss. Oh, ein Zyklop. Das ist doch cool. Ich glaube, damit kann man echt aufhören. Also ich mag es auf jeden Fall, wie sich das Spiel hier entwickelt hat. Es kommt immer neuer Content rein, also das gab es ja vorher auch nicht. Bringt Abwechslung, immer so kleine, ja, Bossfights, Dungeons, sage ich mal. Und ja, schreibt mir einfach, wie euch das Spiel jetzt gefällt. Zum vorherigen Gameplay, was ich mal gezeigt habe. Schaut euch das definitiv nochmal an und vergleicht auch mal ein bisschen. Also ich finde, hat sich auf jeden Fall gebessert, das Game. Und ich bin gespannt auf neue Updates. Werd euch da definitiv auf dem Laufenden halten. Oder der Bunzo hält mich auf dem Laufenden, wenn es coole Updates gibt. Ja, wird er mich informieren und ich hau dann nochmal so ein Video hier raus. Dann, ich möchte das definitiv auf dem Schirm weiterhaben und immer wieder die Updates zeigen, die hier rauskommen. Ja Leute, wenn euch das gefallen hat, wie immer, Like raus, Abo-Button nicht vergessen, Glocke aktivieren und ja, ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao!